Wir haben es geschafft, als Erster ins Zeitalter des Eisens vorzudringen. Wir haben es geschafft, einen perfekten Platz für unseren Außenposten zu finden. Und wir haben es geschafft, einen Siedler loszuschicken. Und wir werden nach und nach den Snowball nutzen, um alle anderen zu überrollen. Und damit herzlich willkommen zurück zu... So, während des Zeitalters des Eisens sind Bergwerke 20% günstiger. Des Eisens wächst die Bevölkerung um 12,5% schneller, neue Regierungen freigeschaltet. Vielleicht war das das Problem. So, Zeitalter des Eisens eintreten. Unser Moment in der Geschichte ist gekommen. Jetzt ist die optimale Zeit für Krieg. Okay, na von mir aus, wenn du meinst. Also hier einen Außenposten bauen, finde ich blöd. So, genau. Jetzt, ah, okay, das geht leider nicht. Ah ja, wir werten dich auf zu einer Armbrust, auf jeden Fall, das machen wir. Dann ist die Armee noch stärker. Und dann platzieren wir euch hier. Und, nein. Kein Scheiß, zurück. Bist du verrückt? So, wir wollen eine Technologie wählen und gucken mal. Zeitalter des Eisens. Also Verhütung ist eine... Verhütung? Verhütung ist auch schön. Was steht hier? Nee, Kriegs-XP. Also unsere Armee wird dadurch nicht größer, dann brauche ich es eigentlich auch nicht. Also, puh. Ja, man könnte Mauern verbessern, das ist natürlich nett, aber Steintürme? Ja, Steintürme sind so lala. Schriftgelehrte ist eine Bibliothek und Schriftgelehrten natürlich cool, da müsste man natürlich Holz. Wandelt Stämme in Papier. Das macht wiederum Sinn, ne? Die Kombination. Dann halt Wissen zu generieren. Infrastruktur klingt auch schon mal schön. Was ist das? Erhöht die Anzahl der Städte in einer Region. Ah, das ist geil. Das ist auf jeden Fall meins. Das ist cool. Das Regionslevel und Hygiene. Macht das Aquädukt. Und, oh ja. Wir haben einen Ofen. Ja, das ist auch nett, um mehr Nahrung zu produzieren. Ah, ja, Theater ist cool für Kunst. Mhm. Bildhauer, die erzeugen auch Kunst, wenn ich viel Steine habe. Und Kultur, ja, ist doch. Kunst und Kultur gehen wahrscheinlich so viel in einer Hand. Aber hier haben wir auch Krieg und Kultur, ne? Also auf jeden Fall Infrastruktur und Künste sind wichtig. Und Schriftgelehrte, also Verhütung wäre natürlich auch cool, aber das muss ich wahrscheinlich später nachholen. Ich möchte auch 3 Monumente bauen, das heißt, ich muss auch gucken. Tja, Monumente. Haben wir das hier schon gehabt? Nee. Nee, das ist dieses Upgrade vom Dolmen, ne? Ja, das kommt einfach so, okay. Okay, alles klar. Also, dann würde ich doch sagen, fangen wir hier an. Infrastruktur geht zwar am schnellsten, aber ich glaube am besten ist es mit Schriftgelehrten anzufangen, um mehr Wissen zu generieren. Um da wieder den Snowball zu haben. Okay, und dann sind wir in Ravensburg und überall und können mal hier. Also das wollen wir jetzt nicht. Das ist ja eine blutige Revolution, da haben wir jetzt gar kein Interesse dran. Jetzt hätten wir den Punkt für eine friedliche Revolution. Ah, das können wir also in 6 Runden machen. Ja, öffentliche Verbesserung. Ist nett. So, was wollten wir jetzt diese Runde noch machen? Genau, außer dass wir jetzt weiter gestiegen sind, wollten wir hier auch noch Brennofen bauen. Dass wir das genau überlegt haben. Und dann sollten wir vielleicht auch Hügelgräber bauen. Ach komm, den Brennofen können wir da bauen. Das ist doch super. Das ist so Gelände, wo wir sonst nichts Sinnvolles machen können. Das ergibt schon Sinn. So, du geh. Da. Ergibt es Sinn, dich woanders hinzustecken? Nö, in 2 Runden kriege ich hier noch mehr Bevölkerung. Da brauche ich nichts zum Bearbeiten. Ich habe hier noch 1, 2,
drei, vier Plätze frei, aber ich glaube, das kriegen wir auch anders geregelt. Und noch zwei Runden, dann haben wir zumindest fertig, dann haben wir wieder mehr Wissen. Also meine Wissensproduktion ist, glaube ich, gerade mein Trumpf. Ja, und da würde ich sagen, können wir damit, das können wir noch nicht aufwerten. Okay. Jo, dann. So. Das hatten wir ja schon gesehen. Okay, alles klar. Dann beenden wir doch die Runde. Und schauen mal, wie es weitergeht. Ach, die Chinesen. Ernsthaft. Ja, es ist voll. Also können wir Ja, da wäre ja auch noch ein bisschen, aber sonst können wir das gerne machen, dann brauche ich bloß einen Augenblick. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich zwei Plätze will. Ich habe ja nur gesagt, das dauert ein bisschen, bis ich das hier umgebaut habe. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich hier zwei Plätze belegen will. Habe ich kein Problem mit. Ich breite mich aus, solange es geht. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Na, ihr wisst das ja alle. So, dann. Ah. So. Nee, das. Achso, das kann ich versuchen. Ja, kurz. So. Springen wir mal. So, wir sind gleich hier soweit. So, das so und so zu macht. Das machen wir noch recht. Wenn wir hier nicht im Weg sind, das kommt nach da und ich rutsche mal rüber. Bin hier noch etwas verheddert. So, na denn, so. Bitte. Bitte, bitte. Für mich ja hier auch gar nicht. So. Naja, ihr kennt ja das Problem. Na, das hilft nicht. Aber danke trotzdem fürs Angebot. Bin ja. Okay, so, dann sind wir jetzt soweit. Genau. So. Okay. Nur mal, wie es weitergeht. Wir schaffen, den anderen Völkern aus dem Weg zu gehen und die Karte weiter aufzudecken. Ja. Chinesen sind witzig. Machen wir das doch so. Wir kriegen Ravensburg. Und das dauert alles noch ganz schön lang. Ich fürchte auch, den kann ich hier nicht beschleunigen. Nee. Wir haben jetzt gerade ein Vermögen von 24. Das wird nicht reichen. So. Okay. Da schauen wir mal. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt gucken, was uns in Long Term was bringt, wenn wir angegriffen werden, was natürlich eine schwierige Angelegenheit ist. Da hilft uns wahrscheinlich trotz allem der Rat, der uns das Wissen bringt, dann doch mehr als alles andere. Speerträger, Streitwagen. Du musst schützen, das wäre natürlich alles irgendwie cool, aber hilft jetzt nicht so richtig. Okay, dann springen wir doch in die nächste Runde und gucken mal, was die Chinesen so vorhaben. Okay. Den wollen wir jetzt hier errichten. Und wollen mit dem Rest hier rüber. Genau, und gucken wir, dass wir zusammen
Nee. Das ist natürlich aber rückgängig. So. Nee, wir bleiben erstmal da. Bewegen wir uns nicht raus. So. Okay. Dann haben wir in Essen ist die Möglichkeit weiterzubauen. Feldlager. Ah, wir haben einen Platz. Können wir Kunst. Oder wir nehmen jetzt das Monument, genau. Das wird das Beste sein. Stadtzentrum für zwei. Auch nicht schlecht. Zwei Runden ist natürlich echt abgefahren wenig. Dann machen wir das doch erstmal so und holen uns ein bisschen Defensivkraft rein. Und sagen hier, ja, wir bearbeiten, was wir können. Ist ja kein Ding. Okay. Und weiter geht's. So. Ach ja. So. Genau, hier unten wollen wir da die nächste Region errichten. Aber das alles passiert dann im nächsten Video. Dann sage ich mal, danke, dass ihr mir bis hierhin zugesehen habt, wie ich mich jetzt versuche einzuigeln gegen die Chinesen und die Ägypter, die versuchen mich anzugreifen. Wir sehen uns im Spiel auf der Endkarte der Zug zwischen Dortmund und Köln. Ihr informiert euch bitte über die Links in der Beschreibung über rechtsradikale und neoliberale Machenschaften, um diesen mit Wissen und aktiv entgegentreten zu können. Und dann viel Spaß beim selber Errichten eurer eigenen Zeitlinie in Millenia. Wünscht euch euer Aha.